Ich möchte euch heute kein Gedicht vortragen, sondern ich möchte euch eine Weihnachtsgeschichte der anderen Art vortragen. Stellt euch vor, ihr schlagt die Tageszeitung auf und findet folgende Geschichte. Überschrift: Säugling in Stall gefunden. Polizei und Jugendamt ermitteln, Schreiner aus Nazareth und unmündige Mutter vorläufig festgenommen. Bethlehem, Judäa, DPA. In den frühen Morgenstunden wurden die Behörden von einem besorgten Bürger alarmiert. Er hatte eine junge Familie entdeckt, die in einem Stall haust. Bei Ankunft fanden die Beamten des Sozialdienstes, die durch Polizeibeamte unterstützt wurden, einen Säugling, der von seiner Mutter, erst 14-jährigen, einer gewissen Maria H. aus Nazareth, in Stoffstreifen gewickelt in eine Futterkrippe gelegt worden war. Bei der Festnahme von Mutter und Kind versuchte ein Mann, der später als Josef H., ebenfalls aus Nazareth, identifiziert wurde, die Sozialarbeiter abzuhalten. Josef, unterstützt von anwesenden Hirten sowie drei unidentifizierten Ausländern, wollte die Mitnahme des Kindes unterbinden, wurde aber von der Polizei daran gehindert. Festgenommen wurden auch die drei Ausländer, die sich als weise Männer eines östlichen Landes bezeichneten. Sowohl das Innenministerium als auch der Zoll sind auf der Spur nach Hinweisen über die Herkunft dieser drei Männer, die sich anscheinend illegal im Land aufhalten. Ein Sprecher der Polizei teilte mit, dass sie keinerlei Identifikationen bei sich trugen, aber im Besitz von Gold sowie einigen möglicherweise verbotenen Substanzen waren. Sie widersetzten sich der Festnahme und behaupteten, Gott habe ihnen angetragen, sofort nach Hause zu gehen und jeden Kontakt mit offiziellen Stellen zu vermeiden. Die mitgeführten Chemikalien wurden zur weiteren Untersuchung in das Kriminallabor geschickt. Der Aufenthaltsort des Säuglings wird bis auf Weiteres nicht bekannt gegeben. Eine schnelle Klärung des Falls scheint sehr zweifelhaft. Auf Rückfragen teilte eine Mitarbeiterin des Sozialamts mit, der Vater ist mittleren Alters und die Mutter ist definitiv noch nicht volljährig. Wir prüfen gerade mit den Behörden in Nazareth, in welcher Beziehung die beiden zueinander stehen. Maria ist im Kreiskrankenhaus in Bethlehem zu medizinischen und psychiatrischen Untersuchungen. Sie kann mit einer Anklage rechnen. Weil sie behauptet, sie wäre noch Jungfrau und der Säugling stamme von Gott, wird ihr geistiger Zustand näher unter die Lupe genommen. In einer offiziellen Mitteilung des Leiters der Psychiatrie steht: Mir steht nicht zu, den Leuten zu sagen, was sie glauben sollen. Aber wenn dieser Glaube dazu führt, dass, wie in diesem Fall, ein Neugeborenes gefährdet wird, muss man diese Leute als gefährlich einstufen. Die Tatsache, dass Drogen, die vermutlich von den anwesenden Ausländern verteilt wurden, vor Ort waren, trägt nicht dazu bei, Vertrauen zu erwecken. Ich bin mir jedoch sicher, dass alle Beteiligten mit der nötigen Behandlung in ein paar Jahren wieder normale Mitglieder unserer Gesellschaft werden können. Zu guter Letzt erreichte uns noch diese Info. Die anwesenden Hirten behaupteten übereinstimmend, dass ihnen ein großer Mann in einem weißen Nachthemd mit Flügeln auf den Rücken befohlen hätte, den Stall aufzusuchen und das Neugeborene zu seinem Geburtstag hochleben zu lassen. Dazu meinte ein Sprecher der Drogenfahndung: Das ist so ziemlich die dümmste Ausrede vollgekiffter Junkies, die ich je gehört habe. So, meine Lieben, das war's für dieses Jahr. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht und ja, mal schauen, ob wir das im nächsten Jahr wiederholen können. So oder so ähnlich. Tschüss! Hallo, meine Lieben. Ja, da bin ich wieder zum letzten Mal bei diesem Adventskalender. Es ist einfach traumhaft schön gewesen. Es hat mir eine Riesenfreude bereitet, euch jeden Tag diesen Adventskalender zu präsentieren. Ich hoffe, euch hat meine lustige Geschichte gefallen. Es muss nicht immer bierernst am Heiligabend sein. Und ich möchte jetzt dennoch mit euch das letzte Türchen von diesem Schokokalender öffnen
und auch das Päckchen Nummer 24 von der lieben Mone. Heute läuft alles ein bisschen anders, aber wir brauchen jetzt leider auch ein bisschen Licht. Sonst sehen wir ja nichts, ne? Deswegen mache ich hier jetzt Licht an. So, und ich hoffe, dieses Licht wird reichen zum Auspacken. Ja, hier. Ich habe hier natürlich sofort gefunden, das Türchen Nummer 24. Das werde ich jetzt öffnen. Und ich denke mal, da wird dann der Weihnachtsmann drin sein. Und so ist es auch. Den werde ich mit der anderen Schokolade gleich mitnehmen zum Kleinchen, denn da werden wir den Heiligen Abend verbringen. Und ja, ich habe immer noch genug von Schokolade. Und ja, ich zeige euch den Weihnachtsmann hier jetzt auch nochmal. Ich hoffe, ihr könnt ihn jetzt bei diesem Licht auch erkennen. Ja, da ist er. Und jetzt lege ich den Kalender nämlich einfach hier beiseite. Und habe auch schon Päckchen Nummer 24 von der lieben Mone hier hingeholt und habe auch hier diesen schönen Stoff auf den Tisch gelegt mit diesen tollen gegossenen Teilchen von Mone. Die habe ich jetzt mit der Lichterkette einmal umwickelt, damit die hier so schön liegen bleiben, und aber auch die Lichterkette. Und das Päckchen sah da hinten auch so ganz einsam aus und hat gerufen, pack mich endlich aus. Ich möchte gerne zu meinen Kollegen, ich bin hier einsam. Oh. Natürlich nicht. Boah, guckt euch das mal an. Und ich muss euch sagen, das ist mega schwer. Es ist wirklich richtig, richtig schwer. Und wow, ich bin so gespannt, was da wohl drin sein mag. Und hier haben wir wieder so ein richtig schönes, dickes Holz-Embellishment. Und da haben wir einen Rentierkopf. Sehr schön. Den werde ich natürlich wieder behalten. Hier öffne ich jetzt dieses dicke Schleifenband, was im Übrigen auch sehr schön ist. Und was eigentlich heute relativ leicht zu entwirren sein müsste. So. Und auch am Heiligen Abend werde ich nicht vergessen, mir die Sachen an die Seite zu legen. Oh mein Gott, ist das alles ein Traum. Wow. So, das Band habe ich natürlich abbekommen, lege es hier rüber. Und jetzt hole ich die 24 hier raus. Ich versuche nicht öffnen, Simone, nicht öffnen. Wir müssen jetzt ein bisschen die Spannung erhöhen, denn das ist das letzte Päckchen von diesem bezaubernden Adventskalender. Und da, ach guck mal, da ist auch wieder so ein, was steht da? Tis? Heißt das Tis, ehrlich jetzt? Ich habe immer noch nicht geguckt, was das heißt, ne? Also ich kann es echt nicht lesen. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, und bei dem Licht sowieso nicht, ne? Aber ist auch egal, das ist was Schönes, Weihnachtliches. Und ja, ich merke schon, die Seiten sind hier offen. Das ist nicht einfach irgendeine Box, sondern es ist eine Explosionsbox. Und boah, was ist denn da drin? Es kloppt. Und ich werde jetzt den Deckel hier abziehen und dann hoffe ich, dass sie so aufpoppt und aufspringt, wie sie soll. Liebe Mone, ich drehe mal die Kamera jetzt hier so ein bisschen. Oder soll ich großes Licht anmachen? Ich mache jetzt großes Licht an. Großes Licht, das ist auch spärlich, aber es ist groß. Es kommt von oben. Ich möchte doch, dass ihr jetzt genauso wie ich seht, was sich in dieser Explosionsbox verbirgt. Das hat schon wieder gekloppt. Ich muss richtig aufpassen. Eins, zwei, zweieinhalb,
zwei, drei Viertel. Und drei. Und nein, sie ist nicht aufgesprungen. Ach, Menno, sollte sie aber. Ho, 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 steht da. Und, ach, wie toll ist das denn bitte? Das ist, Mann, ist das toll. Das ist eine Duftkerze. Und zwar, keine Ahnung. Selbst wenn da jetzt irgendetwas auf Deutsch stehen sollte, ist es so klein, dass ich es eh nicht lesen kann. Aber ich kann ja riechen. Und jetzt muss ich die auch noch aufkriegen. Oh mein Gott. Oh. Gleich fliege ich hier mit der Engelchen davon. Was ist denn das für ein Duft? Könnt ihr das sehen? Was ist das für ein Duft? Auf jeden Fall. Oh mein Gott. Ich habe noch nie so eine gut riechende Duftkerze geschnuppert. Wirklich. Oh, da freue ich mich schon drauf, die anzumachen. Und guck mal hier, wie süß ist das denn? Das ist eine Streichholzschachtel. Guckt mal. Ach du meine Güte, wie niedlich. Da sind direkt mal die Streichhölzer bei. Und damit ich diese Kerze, oh mein Gott, richtig gut anmachen kann. Und wow. Wow, wow, wow. Leute, sagt doch mal ehrlich. Ist die liebe Mone nicht lieb verrückt? Ja, ne? Sie hat mir mit diesem Kalender so eine extreme Freude bereitet. Ich habe so gerne diese Videos für jeden Tag gemacht, weil ich ein bisschen was zurückgeben wollte. Liebe Mone, ich hoffe, das ist mir hiermit gelungen und ja, das bleibt natürlich nicht ungesühnt, sowas. Ne? Also hier an Heiligabend von Sühne zu reden, ist, glaube ich, ein bisschen fehl am Platz, aber ich meine das ja im positiven Sinne. Es gibt eine ganze Menge Menschen, die ich im kommenden Jahr echt mal bedenken muss und ja, die haben echt neben meiner Familie natürlich Priorität und ja, ich hoffe, da wird noch einiges kommen und ich werde den ein oder anderen Menschen auch ein Lächeln ins Gesicht zaubern können und zwar nicht nur über meine Videos, sondern auch auf anderem Wege. Liebe Mone, boah, ich muss noch mal dran schnuppern, ne? Die ist so, oh wirklich, oh. Oh Gott, ich möchte drin baden. Wirklich. Es riecht einfach himmlisch. Und ja, es ist ein bisschen traurig, dass das jetzt hier zu Ende ist. Aber ja, wir sind ja alle nicht aus der Welt. Ihr seid nicht aus der Welt. Und oh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Oh mein Gott. Ihr bekommt von mir, so der Rechner es will, noch ein Special zu sehen. Ich habe es jetzt mehrfach angekündigt. Also ich war schon todtraurig, als der Computer gesagt hat, ich arbeite nicht mehr mit dir, beziehungsweise die Festplatte. Ich war so unglücklich und dass ich die Videos nicht mehr so fertig machen konnte, dass ich tatsächlich, wie viel waren es denn, 2 Videos so hochladen musste, ohne Intro, ohne Gedicht. Nee, ist gar nicht so meins gewesen, ne? Und ich kann euch sagen, meine Family, also das heißt hier Sven und meine Tochter, die haben echt hier alles gegeben, damit ich wieder glücklich bin mit meinem PC. Die haben reingekloppt und ja, sie haben es geschafft, sie haben mich wieder happy gemacht, weil der Computer läuft wieder und ich hoffe, dass es auch noch weiterhin so gut läuft und dass er nicht wieder sagt, ich kündige.
Und oho, ich weiß gar nicht, wie ich das Video jetzt hier beenden soll, weil eigentlich will ich nicht, dass es zu Ende ist, aber nun gut, ne? Die Zeit wird jetzt auch knapp, man muss sich ja auch fertig machen für den Besuch bei den Lieben. Und meine Lieben, ich wünsche euch allen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Macht nicht so viel Stress, setzt euch nicht unter Druck, lasst euch nicht unter Druck setzen und lasst euch nicht unter Stress setzen. Das ist nicht Sinn und Zweck dieses Festes. Setzt euch zusammen gemütlich mit euren Lieben und fällt die Hausarbeit an, teilt sie euch. Denn wenn es gemeinsam gemacht wird, ist viel schneller vorbei und man hat viel mehr Zeit, miteinander die Zeit zu verbringen. Ja, das war das Wort zum Heiligen Abend. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und Gute. Und auch euren Familien. Unbekannterweise. Tschüss, meine Lieben. Wir sehen uns beim nächsten Video.